Kriegshandschuhe. Kann die... Oh, oh, oh. Nimbus 2000 trägt sie. Macht er was? Oder ist er einfach nur Verteidigung? Nimbus. Heben Attacke. Okay. Aber weniger als die Kriegshandschuhe. Ja, dann geben wir auf jeden Fall erstmal... Ups. Ne, da schauen wir gleich rein. Erstmal die Artefakte. Dann geben wir das erstmal an Mia. Nicht, dass wir aus Versehen das Falsche verkaufen. Ja. Ja. Noch ein Spületicket. Selbstverständlich an Mia. Ja, ich würde sagen, dann handeln wir erstmal die Ausrüstung durch. Wer kriegt denn die Handschuhe? Die schicken neuen Kriegshandschuhe. Du nicht, du kriegst das Schild, dann bleibt nur noch eine beste Wahl. Du, ja. Und deine Kampfhandschuhe gehen an Mia. Ja. Und du kannst ja auch nochmal diesen Keks hier reinziehen. 100. 75. Ja, ja, komm, trotzdem. Benutzen. Nein! 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 Mann, warum frisst du den nicht direkt, du Opfer? Alter, so ein Pisa-Studienversager. Wasserjacke, Alter. Ich gebe dir Wasserjacke. Schuppenpanzer. Ist jetzt alles nicht so der Renner? Silberarmreif. Nee, die haben ja die Kampfhandschuhe. Silberhelm. Nee, die haben ja das Ninja-Gewand. Aber wird das viel bringen? 2. 3. Nichts. Platinreif. Nein, nein. 1. Wow. Ninja-Kapuze. FTW. So, und bei dir irgendwelche schicken Waffen? Ja, ja, ich bin ein wahrer Kenner. Schamschir. Oh, und eine fette Axt. Drachenaxt. Ui, hier geht's noch weiter. Dämonenstab. Okay. Das würde 13 mehr bringen. Das ist doch schon mal hübsch. Wie ist das mit dem Schamschir? Das würde 12 mehr bringen. Kann er nicht tragen. Hätte ich jetzt gedacht, dass er einen Schamschir tragen kann. Das ist eigentlich nicht so ein großes Schwert. Ein Schamschir. Okay, dann rüsten wir Garrett und Ivan aus. 284. 283. 227. 228. Ja, egal. Wir machen das Bösere. Ja, bitte. 5800 für die Assassinenklinge. Ein Spületicket. Sehr schön. Und ein Schamschiff für Garrett. Ja. Ja. Noch ein Spieleticket. Hast du noch einen Wunsch? Ja, hast du irgendeine hübsche Assistentin? Der können wir unseren Wunsch mitteilen. Was könnte das wohl für ein Wunsch sein? Natürlich ein richtig schön geschmiertes Sandwich. Boah, darauf hätte ich jetzt Bock. KP sind voll, echt? Okay. Enthüllung! Was hier? Den gab es hier nur einmalig, den Synergy-Stein. Das ist ja voll daneben. So, wir schubsen wieder kleine Kinder, selbstverständlich. Was machen wir auch sonst? Wir bringen eigentlich den ganzen Tag immer nur damit, kleine Kinder zu schubsen. Aber ganz ehrlich, das macht auch Spaß. Also wenn es fremde kleine Kinder sind, ne? Die eigenen natürlich nicht. Manchmal würde auch das Spaß machen, aber wir tun es natürlich nicht. Okay, wir haben den Hamlet, den Hammel befreit. Diesen Fresshammel. Und wir haben einen Djinn gekriegt. Sehr schön, jetzt gehen wir wieder zurück. Und lassen uns noch von dem Hammel fürstlich entlohnen. Ich glaube nicht, dass er so begeistert ist, weil er jetzt wieder ekliges Normalo-Food fressen muss. Aber was soll's. Wenn er uns keine Belohnung gibt, dann nehmen wir ihn einfach wieder mit, bringen ihn diesmal nach Volt
Und die Gefängniszellen da sind nicht so schön. Dann sperren wir ihn da ein. Todesschatten und böse Beißmaus. Kiesel, keine Ahnung. Und Fieber und irgendwas, keine Ahnung. Smog und du machst ein Pin-Up-Girl aus diesem Pilz. Viel Erfolg damit. Extreme Makeover. So, hat funktioniert. Was mich natürlich jetzt interessieren würde, wären die neuen entfesselten Effekte von den beiden hier. Das heißt, mit denen werden wir dem. Ist das Tolby? Carlyle. Ja, da wollten wir doch auch hin. Ja, jetzt wäre ich wäre jetzt echt schnurstracks nach Tolby gelaufen. Yeah. Hamlets Palast. Sehr gut. Wir speichern vorher nicht, dass wir wieder irgendwas wählen müssen, wie bei Billy Bean. Und dann in irgendeine Grütze reingreifen. Das wäre jetzt. Was ist mit dir, Graf Dracula? Ich habe das Tor zur unterirdischen Passage offen gelassen. Geht nur und schaut euch um. Das ist gut, das machen wir gleich noch. Hallo! Hallo! Na, du bist ja auch nicht viel früher da. So, es sind Ivan und seine Freunde. Perfektes Timing. Also ich kenne wenig Asiaten. Wer ist diese Timing, von der du sprichst? Aber gut, weiter. So, ihr seid es. Wie oft habe ich gesagt, ihr sollt nicht nach Lumpa gehen. Und trotzdem seid ihr gegangen. Jetzt müssen wir diesen fetten Fresssack wieder hier durchfüttern. Wisst ihr, wie viel Geld das kostet? Lasst ihn doch da eingesperrt, Mann. Bitte, Layana, sei nicht so hart mit ihnen. Ich versuche auch weniger zu essen. Natürlich, ich bin ja irgendwie doch froh, dass du wieder da bist. So viel du auch isst, du bringst ja doch Kohle nach Hause. Aber das war etwas, womit Carla hätte alleine fertig werden sollen. Und ihr hattet doch etwas viel Wichtigeres zu tun, oder? Nee, da gab's einen Gin. Habt ihr denn schon eure wichtige Aufgabe schon ganz vergessen? Nee, da gab's einen Gin. Layana, du solltest nicht. Doch, ich fresse, du Fettsack. Ich hätte Hamlet retten wollen, koste es, was es wolle. Es ist bereits geschehen, dazu ist nichts mehr zu sagen. Moment mal, wir alle wollten Hamlet genauso retten wie Ivan. Es macht nichts, Garrett, ich bin hier im Unrecht. Ich habe einen Fehler gemacht, wir reisen sofort ab, um uns Felix an die Fersen zu heften. Ja, das ist wohl das Beste, geht sofort! Raus mit euch, ey, belohnt uns gefälligst, Sky, wir sollten gehen. Ivan, willst du das denn wirklich? Du Spackoman, fordere Belohnung ein. Wollen wir gehen? Nein, wir wollen Belohnung haben. Und Sky und Ivan gehen. Ich habe Nein gedrückt, ich habe B gedrückt. Ich will nicht gehen. Nimm deinen Schamanenstab und geh nach Hesperia. Hesperia? Wie auch immer. So lauten die Worte des Jupiter-Adepten. Hesperia. Wo mag dieser Ort sein? Dies ist der Kontinent westlich von Angara. Wenn wir nach Hesperia gehen, was werden wir dort vorfinden? Das weiß ich nicht. Der Kontinent im Westen, auf der anderen Seite des Meeres? Vergeudet eure Zeit nicht mit Plaudereien, ihr müsst sofort abreisen. Ja, ganz ehrlich, wenn die uns nicht belohnen wollen, dann schauen wir jetzt nochmal, ob wir die Schatzkammer betreten können. Jemand in Carlyle weiß, dass Hamlet wieder hier ist. Wir werden Hamlet für einige Zeit im Palast verstecken müssen. In so einer Zelle, wo er dann wenig Futter bekommt, damit er uns nicht so auf der Tasche liegt. Nimm deinen Schamanenstab. Ja, ja. So, was denkst denn du dir dazu? Ich bin so glücklich, dass Hamlet wieder da ist, dass ich weinen könnte. Sky Ivan, euch gilt unser ganzer Dank. Ja, dann gib uns doch eine Belohnung! Dianas Worte schmerzen sie selbst mehr, als sie ahnen würden. Sicherlich werden Sky und seine Freunde ihre Gefühle verstehen. Die Fresse, ich will eine Belohnung! Kann man nicht von da aus irgendwie nach links? Nö. Ja, ja, ihr sagt immer noch das Gleiche. Ihr tauben Turtler. Wo muss ich denn lang, um hier zur Schatzkammer zu kommen? Das war doch irgendwo links, oder nicht? War das nicht irgendwo links? Doch, Manu. Ach nee, von außen mussten wir, oder? Nee, Moment, er hat doch gesagt, er hat was offen gelassen. Er hat wahrscheinlich seinen Arsch offen gelassen. Ah, da geht's runter. Okay, ich nehme meine Worte zurück. Oh, noch so ein Zombie. Layana war zu euch allen sehr streng, nicht wahr? Ja.
glaube, euch zu sagen, ihr sollt gehen, war wirklich zu viel. Doch sie ist diejenige, der die Trennung von Ivan am schwersten fällt. Nein. Ihre Worte waren hart, aber ihr wisst, wie schmerzhaft sie für sie selbst waren. Diana wird sehr glücklich sein, dies zu hören. Schätze! Na, endlich. Mann. Da nur eine Schlafbombe. Was lagert ihr für eine Kacke in eurem Schatzkammer da? Was schafft ihr jetzt, ey? Nein, du sollst ins Menü gehen. So, hier. Glücksmedaillon an mir. Heiltrank an mir, nicht? Ivan. Schlafbombe an Garrett. Und du bewegst dich jetzt endlich mal raus. Damit das klar ist. Geht das ein bisschen flotter hier, oder was? Sollen wir dir Beine machen? Sollen wir unsere Peitsche rausholen? Die haben wir immer dabei. Könnte aber wehtun, so einen Stein zu peitschen. Meine nur. Unten waren doch auch so geschlossene Dinger. Sind die jetzt auch offen? Da schauen wir uns mal gleich um. Ne, da ist geschlossen. So, hier, mach mal Frost. Jetzt habe ich tatsächlich das R vergessen auszusprechen und das T mit dem S vertauscht. Unglaublich. Hermes. Okay, wir hatten schon mal Hermes Wasser. Was ist er jetzt? Heben elementare Kräfte. Ja, toll. Das wäre vielleicht was für Ivan. Heben elementare... Ja, dann macht er mehr Schaden. Er macht ja... Wenn er nicht gerade Jinx einsetzt... Tendenziell gerade sowieso mehr Synergy-Angriffe geben. Obwohl er ganz ehrlich schon ewig keine... Mal abgesehen von dem einmal Tornado, schon ewig keine Synergy-Angriffe mehr eingesetzt hat. Aber egal. Wir schauen uns trotzdem noch diese andere Dings an. Hier ganz links, da ging es doch auch nicht weiter. Geht's da jetzt weiter? Da geht's weiter, ich werde bekloppt. Schauen wir uns um. Okay, eine Höhle mit Wasserfall. Oh, wenn das jetzt kein Mimik ist, ganz ehrlich, dann fresse ich keinen Besen. Wie haben wir das noch gleich gemacht? Ich glaube, wir haben Kiesel und Knospe gesetzt. Kann das sein? Ne, Moment. Kiesel nicht. Ja, das machen wir so. Blut setzen wir auch. C4 und das sowieso. Böe auch. Dann können wir Mistral einsetzen. Danach direkt Tor. Ja, das ergibt keinen Sinn. Da können wir den auch direkt dahin setzen. Dann können wir direkt Tor einsetzen. Aber ganz ehrlich, das wäre sinnfrei. Tonico bleibt. Ja, stolz. Aber ganz ehrlich jetzt. Das muss doch ein Mimik sein. Wir hatten ewig kein Mimik mehr. Kein Mimik! Apfel, wehe, den frisst jetzt nicht der Richtige. Verstärkt Attacke. Benutzen. Geht doch. Ja. Wie gut, dass ich gesagt habe, ich fresse keinen Besen. Und jetzt werde ich auch keinen Besen fressen. Ja. Ich habe mein Versprechen wahrgemacht. Perlei-Tunnel-Eingang. Okay. Eine Nuss. Fänger. Wir haben uns eine Nuss eingefangen. Da links ist ein da ist eine Höhle. Da muss es doch noch mehr geben. So, von da kamen wir eben. Wir laufen jetzt hier lang. Da, wo wir das eine Mal den Feuer-Djinn bekommen haben, den wir dann quasi vergessen haben. Genau hier. Da unten war ja auch so ein Ding. Ich sehe da kein Tor mehr. Vielleicht zeigt es sich auch nur, wenn das Wasser abgelassen ist, aber wenn es da jetzt offen ist, geht es vielleicht weiter. Das wäre doch was Schickes.
Ich meine, das bisschen Müll, was da in den Schatztruhen war, das kann doch nicht alles sein. Ich kann doch nicht annehmen, dass das alles sein soll. Doch. Oh Mann, was soll denn das jetzt? Ja gut, dann wieder raus. Sprechen wir mal mit dem Lurch, der die Höhle da bewacht. Vielleicht dürfen wir da jetzt ganz offiziell rein. Wir können hier ja runterhüpfen. Zu enthüllen gab es hier nichts. Hier auch nicht. Okay, ja, schauen wir mal, was er sagt. Willst du die Höhle betreten? Ja. Würde ich hier gerne lassen, aber ich darf nicht. Du sollst besser wieder... Warum nicht? Warum denn nicht? Nicht, dass es eine Rolle spielen würde. Wir kommen von da, aber warum nicht? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, irgendwas muss es da eigentlich noch geben, aber gut. Okay, also wieder nach Tolby. Welche Höhle waren das noch gleich? Hier unten, oder? Falscher Knopf. Den wollte ich sehen. Genau, das war doch die Höhle hier, oder? Wie sieht das mit den Djinns aus? Den können wir wieder so setzen. Ivan hat immer noch ziemlich wenig PP. Wirklich, dafür, dass wir die ganze Zeit rumlaufen und alles. Ich meine, klar, wir setzen ab und an mal Geistleser und Enthüllung ein, aber... Trotzdem. Wie viel hatten wir insgesamt? 166. Die 35 werden wir doch auch noch irgendwie wieder vollkriegen, oder nicht? Aber nicht, wenn wir jetzt auch noch Telekinese und immer wieder seine Psynergy nutzen müssen. Aber er hat einfach auch so viele nützliche Psynergies. Ich weiß, die ein oder anderen Sachen zum Ausrüsten könnte ich umlegen, aber sie passen einfach perfekt zu ihm, finde ich. Okay, irgendwo sollen wir hin. Gab es hier noch irgendwas, was ich nicht fertig erkundet hatte? Hier unten vielleicht? Ja, stimmt. Dieses Tor haben wir noch nie betreten. Gab es noch irgendwas in Tolby, was wir machen wollen? Ich glaube nicht, oder? Wir könnten mal wieder so ein Feuer-Djinn vertragen. Gut schauen, da war Kolosse und alles. Ne, ich glaube, da haben wir alles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas ist. Wir gehen jetzt mal weiter. Irrer Maul, ist ja irre. Okay, keine Ahnung. Ja, stimmt, wir wollen hier die sehen. Verteidigung, Verteidigung. Hitzemauer. Okay, das sieht jetzt nicht nennenswert toll aus. Ich meine, ja, es ist stark. Macht wegen dem Feuer auch Schwächenschaden. Aber von toll aussehen kann man da jetzt nicht so direkt sprechen. Also ja, es ist ein netter kleiner Effekt, aber es ist keine Arktisklinge oder... Diese andere Feuerachse, die wir hatten, wo es richtig explodiert ist und so. So halt. Was hatten wir noch? Das Elfenrapier war auch cool. Das Graf Dracula. Schade, wir können uns nicht an ihm vorbeischleichen. Es ist ja auch kein Schatten, um den Tarnball zu nutzen. Ich habe auf dich gewartet. Wir sollten so schnell wie möglich zu Babys Leuchtturm gehen. Okay. Jetzt haben wir Yodem dabei und wir können ihn leider nicht opfern. Hier rechts ist nichts. Was haben wir da links? Nichts. Ich glaube auch nicht... Ne, hier ist auch nichts. Fettbauch erscheint. Cool. Fetter Fettbauch. Fettbauch frisst mit der Fresse oder so. Strato Angriff. Smog Angriff. Ja, wir wollen unbedingt Garets Waffe procken sehen. Terra-Schlag, sehr schön. Cool. Sieht nett aus, macht wenig Schaden. Schade. Säurebart, da haben wir es. Ja, das sieht ein klein bisschen netter aus. Und Säurebart klingt auf jeden Fall cooler. Ja, was weiß ich. Kiesel und Fieber und Mistral und keine Ahnung, Geysir. Irgendwas halt. Alles, was ihn tötet. Okay, Jupiter ist gut gegen ihn. Gegen das Schweinchen. Es steht nicht so auf Wind.
Meine Katzen auch nicht. Wenn man die anpustet oder so, das gefällt denen gar nicht. Und dabei muss man nicht mal doll pusten. So klein, so pff, einmal ganz kurz. Und die schütteln so den Kopf. Egal, ob man Zähne geputzt hat oder nicht. Ich meine nur. Fieber. Smog. Den furzen wir voll. Dann ist er benebelt. Ja, das passt doch. Oh, Gareth ist aufgestiegen, ja. Stimmt, wir haben seinen Vulkan immer noch nicht getestet. Wollten wir noch verkaufen? Ja, nicht zwingend. Rauchbombe an Gareth. Kann er eigentlich auch gleich essen. Gareth wirkt so, als würde er sich sowas reindrücken. Das ist aber breit gefächert hier. Ich wollte mich doch gerade umschauen. Pesttauch und Kobold. So, lass mal sehen. Was machen wir sinnvollerweise? Diesel auf ihn. Fieber auf ihn. Smog auf ihn. Und Geysir, keine Ahnung, auf ihn. Badabam. So, der hat's hinter sich und er auch. Feuer war nicht. War da auch Jupiter? Ich weiß es nicht mehr. Ich dachte, es war Feuer. Diesel, Fieber, Smog und Geysir. Nehmen wir an, hier links wird es nichts weitergeben. Nein, heute, Kinder, wird es nichts geben. Ein Dorf. Wir sind alle aus dem Haus. Ein Felstroll. Ich glaube, jetzt haben wir auch fast alle furchtbaren Lieder durch, oder? Was machen wir denn da? Nippel. Ja, genau. Nippel. Mia, zeig ihm mal deinen Nippel. Dann schläft er ein. Oder auch nicht. Er ist vorher kaputt. Wir gingen uns auf die Nuss. Okay, ein Dorf. Das sieht schon wieder nach einer Wüste aus. So öde, wie das da ist. So ein Ödland. Wüste. Von Suhalla. Okay. Vorher betreten wir natürlich das Dorf und vorher schauen wir uns hier natürlich gründlich um. Da gibt's nichts weiter. Und da ist auch nichts drin. Okay. Angriff, 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 Angriff. Vielleicht heult was auf. Ja, Hitzemauer. Bam. Drei Ausrufezeichen, das ist gut. Feuer ist also die Schwäche. Ja, hätten wir vorher Smog gemacht, hätte es vielleicht ausgereicht. Kobold und Kriegerbiene. Keine Ahnung, Kiesel. Fieber? Nee, doch Fieber. Smog. Und du zeigst jetzt ihm mal deinen Nippel. Er steht drauf. Siehste? Schläft direkt ein. Ivan ist erst bei 137 pp. Von wie viel hat er noch gleich? 166. Jetzt ist aber 145, immerhin. 21 fehlen noch. Ja, schauen wir uns die Stadt an. Suhalla. Okay, da können wir Wachstum einsetzen. Aber tatsächlich erst beim nächsten Mal. Wir speichern jetzt. Und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.